Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Tales of Zestiria. Geh weg, du Troll oder was auch immer du bist. Und wir starten wie immer wie in letzter Zeit die Folge mit einer Plauderei und in diesem Fall ist es der Bartflüchtling. Miglio! Miglio! Whoa, what's up? You okay? Look, there's an apple gel in the toilet! What? Those don't... Why would that be there? I don't know, but it seems like a real waste. A single gel can make the difference between life and death. Do you think it's still edible? Oh, gross! You're joking, right? No, like, we could boil it, roast it? Maybe lightless flames can purify it. Huh. Well, there might be a process out there that could sanitize it. True. Don't even think of using that on me! Okay, ich hatte mir irgendwie was anderes unter einem Bartflüchtling vorgestellt, aber okay. Okay. So, dann kämpfen wir jetzt mal gegen diesen nervigen Troll mit seinen Drecktopussen. Und hoffen auf das Level für Miglio. Nein, leider noch nicht. Dann werden wir das aber mal eben noch machen. Ich hätte das Level nämlich sehr, sehr gern. Ach, da oben haben wir auch noch die... eins von diesen Viechern, ja. Das wäre eigentlich eine Idee, nicht wahr? Wir probieren es mal. Sind ja jetzt schon eine Weile wieder stärker geworden und so. Dann können wir das ruhig einmal probieren, da oben mit dem Spinnenfräulein. Ich glaube, die hatten wir schon mal probiert, kann das sein? Haben aber nicht geschafft oder so ähnlich. Hallo Spinnenfräulein. Spinnenkönigin, Level 45, Widerstand Erde und Wasser. It's a mutant hellion type of spider. Well, it sure looks the part. It has a very cunning personality, and as for its characteristics, this is no time for babble. Let's go. Aua. Genau, gegen normale Angriffe ist ja auch ziemlich immun, deswegen machen wir das mal so. Hör auf, so blöd zu springen. Na gut, dann machen wir das jetzt halt so lange, bis sie kaputt ist. Ich müsste eigentlich die Zeit, in der sie weg ist, nutzen, um meine Eskara zu generieren. Regenerieren. Das ist natürlich eher doof. Oh, ich bin natürlich genau so rumgerutscht, dass ich wieder da lande, wo es angefangen hat. Na komm schon. So, jetzt hast du noch 3000, das kriegen wir schon hin. So, dann unterbrechen wir sie dann hierbei. Ah, das Mabu Currybrötchen hat geholfen. Sweet. Nein! Oh. Und da zeigt Layla wieder, wie gut sie ist. Alleine. Danke, Rose. Danke. Levelaufstieg, anormale Kugel. Darum ging's.
Oh, wirklich? So, Mibu, dann zeig du auch mal, was du kannst. Gut, das geht auch. Das war mal 15 Rang, das ist noch nicht schlecht. Wir haben verbesserte Kampfregel, eine neue bekommen. Da schauen wir mal, was wir da haben. Vergeltung. Amatisiert. Schaden, den du bei deiner letzten Abwehr erlitten hast, wird deinem nächsten Angriff als Schaden hinzugefügt. Dieser Effekt geht jedoch nicht über deine maximalen KP hinaus. Schaden, den du bei deiner letzten Abwehr erlitten hast, wird deinem nächsten Angriff als Schaden hinzugefügt. Okay, aber wenn ich dann quasi jemanden habe, der mich mit einem Schlag K.O. macht, dann werde ich auch nur, kriege ich auch nur maximal den zusätzlichen Schaden. Das ist ja alles merkwürdig. Hochgradig merkwürdig, würde ich jetzt einmal sagen. Naja, gut, so. Das. Und dann reisen wir nach Logrin. Da kommen wir noch gar nicht hin, nehme ich an. Zafgotmoor. Logrin wird nämlich die Stadt hier sein. Ausgang zur östlichen Brücke. Eingang zur Trisolde-Höhle. Wenn ich mich jetzt nicht irre, genau, dann sind wir nämlich hier. Das ist die da und dann müssen wir da oben hin. Ist zumindest die Vermutung. Die ich mal aufstellen würde. Das heißt, wir können den letzten Arm noch erkunden. Ja, und wir sind auf gutem Weg zu Level 47. Das ist die falsche Richtung. Da sehen wir zwar schon die Stadtmauer von Logrin wahrscheinlich. Aber so ist es dann doch nicht. Nicht so einfach. Da müssen wir noch einen anderen Weg nehmen. Moment, welches Level? Dann hat Mikdo jetzt 45 und Layla 44. Sie ist zumindest immer noch gleich auf. Wir haben nicht wieder verloren. Was eben aber schon wieder sehr knapp wurde, weil sie sehr, 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 sehr schnell stirbt. Wisst ihr was? Da bin ich jetzt einfach mal... Hä? Das hat mir doch... Ah, es gibt noch eins. Okay, 10T-Bonus. Amatisiert. Wenn du mit einem mystischen Art insgesamt 10.000 Schaden oder mehr verursachst, verringert sich die benötigte SA für jede Figur um 1. Jedoch nur ein einziges Mal. Wenn du mit einer mystischen Art mehr verringert sich die benötigte SA für jede Figur um 1. Aha. Interessanterweise haben wir hier tatsächlich nicht genug AP für, da fehlen dann noch 4. Und ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden, was es jetzt bringt. Also dann für diesen Kampf brauche ich dann für ein mystisches Art statt 3 nur noch 2, beziehungsweise... 4 statt 5. Was natürlich dann nur in Bosskämpfen wirklich irgendwie sinnvoll wäre. Aber ist natürlich auch interessant. So, komm schon. I was clearly the star of that battle. It's easiest to notice the dimmer stars when they shine, they say. Okay. So, aber jetzt, ich hab, stimmt, wir müssen ja noch erkunden. Ich bin schon wieder nur einfach losgelaufen. Da habe ich aber jetzt nichts gesehen. Das hier ist auch anscheinend leer, was schade ist. Nun gut. Dann einmal hier schauen. Hier sollte doch dann aber eine Truhe oder zumindest ein Kraut zu finden sein. Nicht an dieser Kante hier. Da unten war eine, ja, aber hier oben. Waren 12 Gold, ja, supi.
Wir schauen mal gerade. Geldfund ist Level 24, aber... Wir könnten die Norman-Suche eigentlich mal wieder aktivieren. In der Theorie. Aber egal, lass uns so weiter Geld suchen. Ist ja nicht so, als hätten wir nicht 106.000. Aber in Logrin müssen wir dann nochmal shoppen gehen. Vielleicht haben sie hier nochmal ein paar neue Waffen für uns. Was uns das Leben nochmal ein bisschen einfacher gestalten würde. Hier ist nur schön. Mehr nicht. Tja. Ist das zu glauben? Es soll einen gigantischen Elefanten geben, der hier herumtrampelt und Karawanen angreift. Na, nicht nur einen. Nochmal eben hier hinterschauen. Auch hier werde ich enttäuscht, es ist irgendwo traurig. Entschuldigung, und na, gehen wir mal hier hinein. Maven! Old man! Hey there, Saray. Young lady, you look well. Glad we found you. Have you learned anything about Maltellus? Right down a brass tacks, I see. Nothing much, I'm afraid. Listen, Maven. I do understand this infringes on the taboo. But Saray is the only shepherd we have right now. Please, I ask you to lend him your power so that he may walk his path without regrets. Maven! You can really hear them? Huh? What are you talking about? Storyteller, we need you. I see. So this man is the current storyteller of time. Storyteller? You must really be in a bind this time, huh? I won't say we aren't. I shall lend you my power. But you do know what that means, don't you? Yes. You're a scary one, lass. Well, I'm lost. Seriously. Lila. Maven. Can someone please explain what's going on? Now, hang on a minute. Do you understand how momentous of a decision you're presenting me with here? Wait a minute. Is this the taboo Lila mentioned earlier? That's correct. But as an explorer, I'll give you a bit of advice. If it doesn't all add up, the sensible conclusion is that you're missing a piece somewhere. Also, relics are not only to be found in ruins. Remember that. Are you talking about the Earth in Historia? It's true, we only got bits and chunks out of those. What is it you know? For now, just search and trust your hunches. Everything else starts from there. You never could give a straight answer. I'll be sticking around here. Come back once you're satisfied in your search. Got it. We'll be back. Thanks a lot, old man. Eigentlich müssen wir dem noch was geben, ne? Also jetzt verstehe ich echt nichts mehr. Muss ich jetzt mal so einfach, also wir sollen jetzt die... Suchen nach den restlichen Iris-Steinen. Okay, wir sollen die anderen restlichen... Iris-Steine suchen. Und dann... Okay, verstehe. The storyteller of time, huh? You knew about Maven too? Well, you know, he just seemed like a storyteller to me. And when I confronted him about it, it turned out my hunch was correct. That's all. He's pretty well known as a storyteller, especially among Seraphim who have been around for a while. You could have told us about it, you know. Well, it's also a taboo. For both Seraphim and humans. But what does that entail? Let's focus on collecting the Earth in Historia, Mikleo. Just hearing those stories probably isn't enough. So when you see with your own eyes, you can figure out the truth behind the myth, huh? That's what it's about. Isn't that right? Interessant. Interessant ist halt auch die böse Aura, die wir hier haben. So, also wir gehen jetzt erstmal Hinweise sammeln, ja? Wir haben wieder einen Finstertrunk.
Hast du von der Frau gehört, die sie die Heilige nennen, die in den Häftlingstauschsumpf südlich vom Zafgotmoor ging, um ein Dorf zu gründen? Sie muss wohl wirklich eine Heilige sein, wenn sie den ganzen langen Weg ins Nirgendwo auf sich genommen hat. Oder sie ist etwas anderes. A holy woman, eh? Terrifying. Terrifying? Why? A chaste young shepherd boy wouldn't understand, would he? I guess not. Okay. Ah, und wie rund er war. Er war das Rundeste, das ich in meinen 2000 Jahren je gesehen habe. Zu rund. Als ob ein Traum wahr geworden wäre. Ein Traum. Ein runder Traum. Wie soll das Gehirn auf eine solche geometrische Perfektion reagieren? Ich musste meinen unwürdigen Blick abwenden, so kosmisch war seine Schönheit. Wer hätte gedacht, dass die Trisolde-Höhle solche Wunder birgt? Spherical perfection. You don't think it's Armadillin? He said it was in Trisold Cave. Let's head on over there. Also da kriegen wir dann den Seraphen für diesen Bereich her. Da oben haben wir noch den Stern, dann wollen wir erstmal zu diesem gehen. Oh Mann, das sieht aus, hätten wir wieder einiges zu tun. Aber ich verstehe immer noch die Hälfte nicht, also von daher. Can't you give us a break on the medicine at least? Sorry, I'm already putting my life on the line. Hey mister, don't you know that you're getting ripped off? I know, but in this region, traveling merchants are the only people we can count on. But 5 times the market rate is just too much. There's a rampaging elephant in Zafgot Moor that is attacking merchant caravans. The danger involved caused the prices to skyrocket. If it's just an elephant, aren't there plenty of ways to deal with it, like running away or setting a trap? But it has wiped out many cavalries and armed troopers. Definitely sounds fishy. Could you possibly be the shepherd? Oh, yes. My name is Saray. Oh my. We've heard a lot about you. Your hope for this world. Please, do your best. Please, let us know if you need anything. I pray we can be of use to you. Thank you. Just saying that means a lot. I'm surprised at how pious they are. That's how it's always been in Logren. They must admire and respect the shepherd full-heartedly. Even though they're in a state like this. Isn't that where you come in, as the real shepherd? Looks like it. So. Turtles. Ich habe alle Kontinente nach ihm abgesucht. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich meine Haut abgeworfen habe. Ich bin erschöpft. Vielleicht ist die Zereize ein Fluch, die ich mir selbst auferlegt habe. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Danke für das Geschäft. Jetzt kann ich meine Reizen fortsetzen. Okay. Ich habe den gesamten Kontinent nach ihm abgesucht. Ich konnte nicht mehr zählen, wie oft ich meinen Panzer gewechselt habe. Ich werde langsam müde. Ich frage mich, ob diese Reizen eine Art Fluch sind. Zint, in dem Fall. Hihi, wir können das jetzt aufmachen und haben ein Schweinsohr gefunden. Hallo, kleiner Norman. Feira. Feuerangriffskraft. Das würde sich doch beinahe für jemanden anbieten, die ein Papier verwendet. Moment, ist das symphonische Blatt? Ja. Einen Augenblick. Erst Ausrüstung checken. Symphonisches Blatt, okay. Zack. Lord of the Land. Also, wir haben einen Irisstein zu suchen. Wir haben die Heilige, wo ich glaube, dass wir da eigentlich schon, erfolgreich waren, vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das Steno da was mit zu tun hatte, weil die ja in diesem Dorf war. Sanduhr. There you go. Ich muss mal gerade schauen. Schweinsohr, alle heilen für 1300 KP. Im nächsten Kampf Angriff plus 1 beim Levelaufstieg. Aha. Beeil die ursprüngliche SK um 30 wiederherstellen.
Lässt alle Feinde 5 Sekunden lang erstarren. Funktioniert nicht, wenn der Level des Feindes den des Spielers um 20 oder mehr übertrifft. Faszinierend. Heißt, für Helder auf müssten wir mal mindestens Level 61 werden, um ihn dann so brutal zu behindern. Faszinierend. So, was ist das hier? Hier passiert bestimmt storytechnisch noch irgendwas vielleicht. Da geht's nicht weiter nach oben. Sie ist fest verschlossen. Okay. Ja, dann, also ich bin verwirrt auf jeden Fall. Ich denke mal, es werden sich in den nächsten Folgen dann auch einige Sachen klären. Aber das werden wir dann alles in den genau diesen nächsten Folgen sehen. Ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall schon einmal fürs Zuschauen bedanken und wir beenden das Ganze wieder mit einem Skit. Redseliger Dazzle. You know, I picked Dazzle as the quiet loner type, but he's actually turned out to be a real chatterbox sometimes. Very true, especially when the conversation turns to animals. Probably because animals are his only friends. He hates other people, human and seraph alike. But something inside him still yearns for the warmth of living things. Sad. Oh, damn. What? What are you looking at? And Edna knows most of all the heartache of having no friends. Is that it? The hell? I didn't say that! She didn't say that, Edna. And besides, to Dazzle, the wind counts as his friend. Lila, you're not helping. Did you just imply I'm lower than Dazzle on the friend scale? Oh, I didn't mean it like that. So you did it subconsciously? That's even worse. Dude, Edna, you seriously need to chill! Ugh, shut up already! What are you, a flock of Zafgot starlings? Actually, hold on. Zafgot starlings have enough sense to stop chirping at night. Unlike some people. Sorry! Watch yourselves. There's nothing that makes a peep at this hour but the likes of Drago Toads. Drago Toads? Dazzle can really talk when he sets his mind to it. That he can. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.